Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena when hit from the back. Pull like Jim, waves on swim, and a rock tins with the tech. Butterfly doors on the test, but I ain't spend shit on gas. Aber der Leidl, was geht? Willkommen zum neuen Video. Wir befinden uns heute am Bikepark Eiskopf, genauer gesagt am Start von der Jumpline. Die ist nämlich umgebaut worden und das wollen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam anschauen. Here we go. Los geht's. Es ist nur wie man es kennt. Das ist aber auch der bessere Teil von Anfang an. Ich glaube, hier ist neu. Nee, der noch nicht. Okay. Ah. Jawohl, oh, das nenne ich mal Kurven. Hey. Ja, geil. Sogar zu weit. Hey, stabil. Hey, stark. Wahnsinn. Und das ist wieder alt. Also, es ist die mittlere Section umgebaut worden. Man ist zwar immer noch krank am Arsch. Boah, du hörst das vielleicht durch der Schnaufs nicht. Aber das kann vielleicht einem Downhiller liegen. Aber ohne Schmarrn. Krasse Verbesserung. Nicht schlecht. Ah, man muss echt sagen, der mittlere Teil macht eigentlich richtig Bock. Oder? Also, sogar ich bin jetzt fast über jeden drüber gekommen. Ja, schön, ja. Da haut mir mal die Ketten nochmal an. Also da muss ich jetzt schon sagen, der Sprung taugt mir schon. Könnte ich mir vorstellen mit dem Enduro zu dreiern. Die Haar ist da ein bisschen zu schwerfällig dafür, glaube ich. Aber so. Magst du meinen? Also mein steht da. Nein. Magst du kaputt machen. Da unten ist jetzt einmal einer, den schauen wir uns jetzt mal an. Alright. Jo. So, der ist eigentlich jetzt doch relativ groß, sagen wir mal. Der geht auch gut. Das ist flach. Aber definitiv alles besser als vorher. Dann machen wir hier mal einen Sui. Mhm. Und weil den da unten schenkt man es einfach, sodass ihr mal die neuen Sprünge auch von nahen gesehen habt. Zum Beispiel die, oder zumindest die wichtigen Neuerungen. Nice! Hat man das gesehen, dass das ein bisschen knapp war? Ja, das war sehr gut. Die Füße haben ein bisschen die Pedale verlassen. Ja, das kenne ich. Das war, weil ich ein bisschen zu langsam war, weil ich noch vom letzten Sprung losgefahren bin und ein bisschen mehr gezogen habe. Aber war geil. So kann man echt damit arbeiten, so macht man das echt Spaß.
Well done. Ne? Jetzt jeder Sprung noch so. Vielleicht die oberen Kurven auch noch ein bisschen steiler. Dann wäre es echt eine schöne Jumpline. Ja, schauen wir mal. Ja, Schaffberger. Guten Tag, servus. Hallo. So, der Rest nochmal. Ich hab keine Luft mehr. Fuck. Es ist immer noch relativ kardiomäßig. Der erste Teil war ja schon immer der beste von der Line. Der Mittelteil macht es richtig viel Spaß, finde ich. Ja. Wir haben Sprünge mit Shape, wo man rausziehen kann, wo man eventuell den ein oder anderen Trick drüber schmeißen kann. Was ich ziemlich fühle. Und gut, der untere Teil mit den letzten zwei Sprüngen, der ist halt so wie vorher. Aber mein Gott, wir haben jetzt schöne hohe Kurven. Wir haben einige Jumps, die Spaß machen. Man muss fairerweise sagen, so viel wie ich ja kritisiert habe, gut Job. Habt super umgesetzt. Genau. Und der Herr Schaffberger fährt jetzt mir nur bei den Jumps hinterher.